4. Februar 1963. Die Liebesflamme des unbefleckten Herzens Mariens. Geistliches Tagebuch. Der Herr Jesus ließ mich nicht ohne Trost leiden. In seiner unendlichen Güte sprach er lange mit mir. Er lehrte mich und regte mich an, auch weiterhin beharrlich zu leiden. Sei nicht überrascht, wenn auch jene Personen, die ich liebe und die auch mich sehr lieben, dich misstrauisch empfangen und zurücksetzen. Überlasse dich ganz mir. Der Weg auf Golgotha war nicht ohne Holpern. Ich rang mich auch durch. Du kommst jetzt mit mir auf Kalvaria. Das ist der Weg der Verdemütigung. Unsere Mutter kommt auch mit und teilt mit dir ihre Leiden. Nimm diese Auszeichnung an. Nur wenige sind ihrer teilhaftig. Du bist ihre auserwählte Karmeliterin. Und ich bin ihr verpflichtet. Du bist ihre auserwählte Karmeliterin. Ihr kann ich nichts verweigern, denn sie beruft sich auf ihre Liebesflamme. Ich bin immer bei dir, auch dann, wenn du es nicht wahrnimmst. Er betrachtete mit mir seine Leiden in Gethsemane und sprach dabei: Durchlebe meine entsetzlichen Leiden. Siehst du, darum habe ich die Jünger gebeten zu beten. Ihre Nachtwache hätte mir Linderung verschafft. Der himmlische Vater schickte mir einen Engel. Jetzt bin ich es selbst, der dir Linderung bringt. Und wieder berief er sich auf die Liebesflamme, die ihm verpflichtet. Bedanke dich bei unserer Mutter. Erneut bitte ich dich, weiche nicht zurück. Was immer ich von dir verlange, überlass dich mir ganz. Mag die vom Satan verursachte Qual noch so groß sein, ich lasse es zu. Fürchte dich nicht. Seine Macht ist nur so groß, wie ich es ihm erlaube. Dann wies er auf den heiligen Johannes den Täufer hin, der seine Wege vorbereitete. Er sprach über seine Leiden und von seiner Beständigkeit. Meine Tochter, wen ich erwähle, der kann nicht ein vom Winde hin und her bewegtes Schilfrohr sein. Der muss in unerschütterlicher Festigkeit bei mir ausharren. Deine Seele darf sich vor nichts verbeugen, das nicht mir dient. Meine kleine Tochter, harre aus bei mir, du weißt, wie ich dich liebe. Während des Gespräches flößte er mir Kraft ein. Vor der heiligen Kommunion, während der heiligen Wandlung, fing Satan an, mich derart zu quälen, dass er meine Worte und Gedanken in seinem Banne hielt. Sein höhnisches Gelächter, sein unverschämtes Geschwätz, seine dauernden Störungen verursachten nämlich in meinem Inneren einen ohrenbetäubenden Lärm. Ich solle zur Kenntnis nehmen, welche Macht er über mich habe. Sogar Wunder könne er mit mir wirken, aber dies tue er nicht, weil nicht einmal der Himmel mich dafür würdig halte. Er könnte mich auch in Besitz nehmen, wenn er wollte, denn er habe alle Mittel dazu bereit, aber das tue er deshalb nicht, weil das für ihn eine Schande wäre, wenn er von mir ausgetrieben werden würde. Da er mich nicht in Besitz nehmen will, wähle er lieber die Pein dieser Art, mich andauernd zu quälen. Während des ganzen Tages gab er keine Ruhe. Indem ich mich vollkommen auf Gott verließ, ertrug ich diese Qualen, die mich völlig erschöpften. Gelobt sei Jesus Christus.
in Ewigkeit. Amen. Offenbarungen über die Liebesflamme. 8. August 2001. Mutter Gottes. Meine Kinder, ich bin eure himmlische Mutter und als Mutter spreche ich zu euch. Eine Mutter will immer Gutes und tut ihren Kindern nur Gutes. Ich gebe euch meine Botschaften, um euch zu helfen. Ich möchte jedem zu Hilfe kommen. Dies ist mein großer Herzenswunsch. Inständig bitte ich euch, wirkt mit mir zusammen, damit sich Gottes heiliger Wille in euch und durch euch in der Welt immer vollkommener erfüllen kann. 9. August 2001, Mutter Gottes. Meine Kinder, betet eifrig und beharrlich, vertraut auf die Kraft des Gebetes, auf die Kraft und Macht des Geistes, wenn ihr aus Liebe, mit Vertrauen und Glauben betet, ist das Gebet eine große Kraft und Macht in euren Händen. Meine lieben sühnenden Kinder, bemüht euch stets, den Willen Gottes zu erkennen und zu erfüllen. Betet dafür. Dann wird dies euch den wahren Seelenfrieden bringen. 10. August 2001, Mutter Gottes. Meine Kinder, helft euch gegenseitig zum Guten auf dem Weg, der zu Gott führt. Nicht viele Worte sind es, die den anderen wirklich überzeugen, sondern das Beispiel des Lebens. Werdet durch euer gutes Vorbild zu Aposteln für andere. Ich möchte jedoch, dass ihr auch jenen liebevoll helft, die darauf angewiesen sind. Stärkt und stützt euch gegenseitig, denn die feindlichen Kräfte gehen mit aller Macht gegen jene vor, die Gott treu sind. Meine lieben sühnenden Kinder, helft einander mit umsichtiger, demütiger Liebe. Und haltet dabei die Interessen und das Wohl eurer Mitmenschen vor Augen. Versucht nicht unaufhörlich andere nach euren eigenen Vorstellungen zu verändern, denn dies stößt im Allgemeinen nur auf Ablehnung. Lasst die Gnade wirken. 11. August 2001, Erzengel Michael. Jesus Christus hat seine Nachfolger dazu berufen, durch ihr Leben Zeugnis für das Evangelium abzulegen. Euer Leben sei die Einlösung eures Taufgelübdes. Doch zahlreich sind die Christen, die Gott nur halbherzig dienen, indem sie ihm nur ein wenig dienen wollen. Nicht zu sehr, um ihre eigenen Interessen verfolgen zu können und ihr Streben nach Genuss auszuleben. Es ist notwendig, dass ihr euch Tag für Gott entscheidet. Achtet auf die Hilfe und Führung der mütterlichen Liebe der heiligen Jungfrau Maria und folgt ihren Wegweisungen, damit sie euch auf dem schmalen und steilen Pfad zu Gott führen kann. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen.
Höhe.